Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal so ein bisschen außergewöhnlich, also jetzt die Aufnahmen nicht so, wie ihr sonst kennt, das ist das Motorrad. Also bitte jetzt nicht ärgern, ja, das ist jetzt die Aufnahme, nicht so wie sonst. Ja, das wissen wir, das ist einfach jetzt mal ein kurzer Zusammenschnitt, wir haben mal ein bisschen experimentiert und würden uns freuen, wenn ihr einfach mal, ja, das mal so als interessant betrachtet. Also wie gesagt, wir skizzieren einfach mal das Motorrad, das ist ganz schnell vorgespult. Wir wollten mal so ein paar Details, weil einige von euch haben gefragt, könnt ihr nicht mal ein bisschen mit der Kamera nah dran gehen? Und das haben wir jetzt mal ein bisschen experimentell an diesem Motorrad gemacht. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so richtig ganz zum Lernen da, aber einfach mal, um mit der Kamera ganz nah dran sein am Stift, an der Stiftspitze. Ihr seht, wie cool es einfach sein kann, wenn man sofort mit einem Kugelschreiber skizziert, mit irgendeinem Kugelschreiber, den wir mal aufgegabelt haben. Und gehen dann in die einzelnen Bereiche. Da haben die Kollegen hier ein bisschen, sind mit der Kamera in verschiedenen Perspektiven mal drangegangen. Hier haben wir mal so ein kleines, eben experimentelles Projekt. Man sieht, die Schraffur, die Striche, das wollte ich mal so ein bisschen genauer mal zeigen. Wichtig dabei ist immer dieser lockere, dynamische Strich. Voll natürlich auch die Verständnis der Grundlagen, wie so etwas auch funktioniert. Das heißt, wie schraffiert man richtig? Wie schraffiert man runde Flächen? Wie schraffiert man ovale, eckige Flächen? Das ist etwas, was ihr wirklich mal sehr zügig bei uns in unseren Kursen auch lernen könnt und euch dann erfolgreich ein Studium bewerben könnt. Oder ihr das Ganze beruflich benötigt und sagt, ich muss ein bisschen beruflich besser zeichnen lernen, da seid ihr damit natürlich perfekt bei uns aufgehoben. Schaut euch auf unserer Seite akademie.ruhr.de um, da können wir euch einige viele interessante Kurse anbieten. Da findet ihr sicherlich etwas für euch oder direkt fürs Studium, dann bitte unter mappenvorbereitungskurs.de. Ansonsten ist immer dieser lockere Strich sehr gut für Kugelschreiberarbeiten geeignet, weil ihr da einfach nicht radieren könnt. Das kennt ihr wahrscheinlich und die von euch, die jetzt einen Kurs bei uns schon mal besucht haben und immer noch gerne zuschauen, das sind einige von euch, wie wir immer wieder hören, die kennen das, dass es einfach bestens ist, so zu lernen. Also jetzt im heutigen Kurs zum Beispiel war das auch wunderbar, eine Teilnehmer, die das zum ersten Mal gemacht hat und sich eigentlich wahnsinnig gefreut hat, wie die Tricks, die wir ihr verraten haben und das Ganze mit dem Kugelschreiber erfolgreich umgesetzt werden konnten und sie dann wirklich fantastische Architekturskizzen daraus hatte. So, und das natürlich verfeinert mit einem weißen Stift, das machen wir jetzt hier. Da kann man sehen, wie so etwas auch locker ausgearbeitet wird. Das macht das Ganze noch ein bisschen tiefer, dynamischer. Also eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, um sowas auszuarbeiten. Hier sieht man es von der Leichtigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Und man sieht natürlich, das Licht kommt von oben, logischerweise. Wir sparen uns jetzt natürlich alle Details und auch die Felge, besser gesagt, den Reifen nochmal auszuarbeiten. Das ist jetzt einfach nur als Andeutung zu verstehen. So sieht es dann im Groben aus, wenn man die Details dann nochmal nachgeht, immer wieder skizziert, schraffiert. Ihr seht, welche Vielfalt eigentlich an Strichstärken und Schattierungen man mit einem Kugelschreiber machen kann, wenn man da ein bisschen geübt ist.
Also es geht schon und macht wirklich auch Freude, wenn man dann so arbeitet. Hier die anderen Bereiche nochmal. Die noch ausgearbeitet werden können, Flächen. Und so sieht es in der fertigen Skizze aus. Also wie gesagt, schaut gerne auf unserer Seite da zum Thema Transportation Design, Fahrzeuge, Autos unter akademieruhr.de. Hier nochmal der Hinweis, onlinekurse.akademieruhr.de, so ist es richtig. Und ansonsten ruft uns an, schreibt uns, besucht unsere Seite akademieruhr.de und gerne informieren wir euch über alle Kursmöglichkeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Akademie Ruhr Team.